Zeitkapseln waren dieser eine Raum, wo wir Tiella getroffen hatten das letzte Mal, ne? Kommen wir da von den feuchten Fußspuren am besten hin? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Case. Es tut mir leid, dass ich dich hergerufen habe, aber Tiella geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Naja, mir tut's leid, dass du, glaube ich, 2 Wochen gewartet hast hier. Ich habe auch an sie gedacht. Das hast du? Dann tut es uns vielleicht ganz gut, einmal darüber zu reden. Aber ich finde nicht die geringste Spur von ihr. Glaubst du, sie ist noch weiter vorgedrungen? Du bist wiedergekommen. Du musst mich wirklich sehen wollen. Hä? Diese Stimme. Du bist Tiella, nicht wahr? Ich bin so froh, dich zu sehen. Wirklich. Es gibt keinen Grund zu stacheln. Ich erzähle dir alles, was du wissen musst, Azir. Ich habe so viele Fragen, aber zuerst musst du mir sagen, wer du bist. Du siehst aus und klingst wie sie, aber du bist nicht Tiella, oder? Das ist nicht möglich. Ah, jetzt verstehe ich. Du hast sie also getötet. Das Spiel ist wohl aus. Erwischt, ich bin nicht Tiella. Ich bin... Du kannst mich wohl einfach Otella nennen. Aber du siehst genauso aus wie sie. Eine Kopie. Wow, kein Grund gleich so enttäuscht reinzublicken. Stört dich mein Aussehen wirklich so sehr? Es gibt einen Grund, warum ich so aussehe wie sie, weißt du? Dann erklär ihn. Warum siehst du aus wie Tiella? Weil ich genauso bin wie sie. Ich bin eine biologische Einheit, die erschaffen wurde, um die Drachen zu kontrollieren. Man könnte mich wohl als eine Art Sicherungskopie bezeichnen. Eine Sicherungskopie? Korrekt. Und deswegen sehe ich genauso aus wie sie. Vom Scheitel bis zur Sohle, jeder Zentimeter ist eine exakte Nachbildung. Ich werde genau in ihrem Abbild erschaffen. Also bist du ein künstlicher Mensch? Oh, Igitt, so musst du es nun wirklich nicht ausdrücken. Obwohl du nicht ganz Unrecht hast. Ich wurde inmitten in einer dieser Zeitzuchtkapseln geboren. Weißt du, früher gab es viel mehr Tiellas. Du meinst außer dir und der echten Tiella? Yep, obwohl alle ausgemustert wurden, bevor wir überhaupt zum Einsatz kamen. Warum bist du denn hier? Ich stand kurz davor, genau wie die anderen ausgemustert zu werden. Aber leider war das Glück nicht auf meiner Seite. Was hat das mit Glück zu tun? Zufälligerweise wurde ich in einer Art Tiefschlaf am Leben gehalten. Und dank dir bin ich endlich wach. Weißt du, ich wurde als Sicherungskopie aktiviert, nachdem Tiella gestorben war. Du meinst, du bist aufgewacht, als ich den riesigen Drachen getötet habe? Bingo! Ich war die Einheit im besten Zustand. Also hatte ich den Kürzeren gezogen. Und deshalb bin ich jetzt hier, ohne Drachen, die ich kontrollieren könnte. Du bist wirklich nicht Tiella? Nun, ich ziehe Daten aus ihrem Erinnerungsspeicher. Aber nein, ich bin nicht Tiella, ich bin Otella. Versuch bitte nicht, den Faden zu verlieren, ja? Warum hast du uns hierher gerufen? Du weißt es immer noch nicht? Ich wollte dich sehen, Azir. Warum mich? Tiella hat dich wirklich gemocht. Du warst ihr wohl sehr wichtig. In Tiellas Daten habe ich äußerst lebhafte Erinnerungen an dich gefunden, wo eigentlich nur Leere sein sollte. Also war es schwer, meine Neugier im Zaum zu halten. Der berühmte Azir, der Tiella so wichtig war.
Also hast du die Monster kontrolliert, um mich hierher zu führen? Ist dir bewusst, was für eine furchtbare Angst die Leute in dieser Stadt deswegen hatten? Aber es wurde niemand verletzt, oder? Dafür habe ich gesorgt. Trotzdem. Wie schade. Was? Ich hatte mir wirklich mehr von diesem Treffen erhofft. Vielleicht sowas wie Schmetterlinge im Bauch? Aber wirklich schade. Die Schuld liegt alleine bei mir. Ich hatte einfach zu hohe Erwartungen. Otella. Da hilft kein Jammern und kein Klagen. So geht das Sprengwort doch, oder? Nicht? Hey, warte! Was wirst du jetzt machen? Gute Frage. Und was würdest du tun, wenn ich es dir erzähle, Azir? Mir es verbieten? Mir befehlen, mich zu benehmen? Ich glaube, ich mache viel lieber einfach das, was mir gefällt. Nein, warte, das ist nicht wahr. Ich... Entspann dich. Zuerst werde ich die Drachen vertreiben. Schließlich brauche ich sie jetzt nicht mehr. Wir sehen uns, Azir. Wir auch, Case. Es war interessant, dich kennenzulernen. Ah, das ist ganz bitter. Oh, von einer hübschen Frau zu hören zu bekommen, es war interessant, dich kennenzulernen. Ah, weiß ich nicht. Otella. Ich muss jetzt immer an Otello denken. An der Handy-Ding da. Es gab wirklich Sicherheit. Das war's also? Ich weiß es nicht. Ich schätze, wir müssen ihr einfach glauben. Also, was jetzt? Otella sagt, sie würde die Drachen zurückrufen. Was bedeutet, dass das Problem gelöst ist? Ich schätze, darüber sollten wir zumindest froh sein. Wir können von Glück reden. Du hast recht, aber zumindest werden sich die Leute in der Stadt freuen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist nach Nemea zurückkehren. Hier gibt es nichts mehr zu untersuchen. Bist du bereit zu gehen? Danke nochmal für all deine Hilfe. War auch schnell erledigt. Wir werden morgen garantiert so viele Briefe haben. Das kriegen wir ja leider nicht, weil er nicht in unserer Gruppe ist. Da. Kommt Justina erstmal angerannt. Wo bin ich? Ach so. Irgendwo. Gut, das haben wir auch geklärt. Dann wäre der schnellste Weg, glaube ich, jetzt zurück nach Hause. Und von da aus gehen wir nach Chatolla. Oh, meine Nase juckt. So. Und machen da die Nebenaufgabe. Für Fiepsi. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Das Mädchen, das singt. Fiepsi halt. Wenn das auch nur ihre Rede ist, können wir gleich nach Heiner gehen. Wir sind gleich zwei Nebenaufgaben drin. Ich bin maßlos begeistert. Der Barkeeper ist mir egal. Hey! Ich habe echt deinen Namen vergessen. Emo! Ja, ja, stimmt. Oh, Case, du bist gekommen. Ich kam, um dich singen. Deine Stimme ist wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ich mache bald eine Pause und dachte, wir können dann vielleicht reden. Hör so lange einfach zu und ruh dich aus. Emo singt. Ihre Stimme ist wunderschön. Ich danke euch alle fürs Zuhören. Emo, das war ja so gut.
gut trifft es nicht. Emo hat die beste Stimme der Welt. Danke, dass du für uns gesungen hast. Deine Stimme gibt mir immer genug Pep, um den nächsten Tag zu überstehen. Vielen Dank an euch alle. Das höre ich wirklich gern. Was für eine schöne Stimme. Wie kann ich auch so toll singen lernen? Würdest du mir Unterricht geben? Oh, also, wenn du das möchtest. Emo, in letzter Zeit zeigst du wirklich, was du drauf hast. Oh, findest du? Es lässt sich schwer in Worte fassen, aber es ist, als hätte deine Lieder eine tiefere Bedeutung bekommen. Hör auf, klüger klingen zu wollen. Das funktioniert nicht. Ich bin schon froh, hier zu sein und gemütlich bei einem Drink Emos wunderschöne Lieder zu lauschen. Ich will es voll und ganz genießen, da wir uns nie so entspannen konnten, als diese Lorelei noch da waren. Er hat recht. Wir kamen eigentlich nur hierher, um den Grauen zu entkommen. Aber jetzt kommen wir, um uns zu amüsieren und Energie für den nächsten Tag zu tanken. Es ist ein Segen, dass diese nichtsnutzige Lorelei weg ist, wa? Ich freue mich nur, meinen Mann aus dem Haus und wieder in seinem Boot zu haben. Was ist mit dir, Emo? Dir geht's jetzt sicher auch viel besser. Dieses schreckliche Monster lauert so lange im Meer. Aber dieses Monster war... Hast du was gesagt? Nein. Ich habe nichts gesagt. Meine Güte, nach all dem Gesang musst du müde sein. Also gut, Leute, Zeit zu gehen. Ihr erschöpft Emo mit all euren Geplapper. Sagte ausgerechnet du. Du hast auch von allen hier am meisten gesagt. Danke nochmal fürs Kommen, Case. Wie war mein Gesang? Er war belebend. Ich fand ihn wunderschön. Belebend klingt furchtbar. Nett, dass du das sagst. Schau bei dem nächsten Besuch in Schatthalla wieder vorbei. Sie sprachen über die Lorelei. Mir geht's gut. Was sie über Lorelei sagen, hat mich traurig gemacht. Aber ich verstehe, warum die Leute in Schatthalla so denken. Wenn sie nur die Wahrheit wüssten. Ihnen zu sagen, was wirklich passiert ist, wird sie nur traurig machen. Das will ich nicht. Es macht mir nichts aus, es für mich zu behalten. Wie dem auch sei, ich muss jetzt gehen. Die Gäste warten. Ich bin hier, falls du reden willst. Ich bin immer in deiner Friendzone. So wie wir bei allen Frauen hier nur in der Friendzone sind. Was kriegen wir hier? Nichts. Achso, da. Magische Verteidigung, physische Verteidigung. Ja, gut. Okay, mit der Lorelei-Frau haben wir auch geredet. Emo, Mann. Ich hab's gerade gesehen. Wie kann ich's denn vergessen? Dann können wir ja auch gleich nochmal mit Heiner reden. War jetzt Heiner richtig? Ich glaube schon. Hi. Heine. Nicht Heiner. So, Case, willkommen in meinem Atelier. Da du hier bist, nehme ich an, dass du meinen Brief gelesen hast. Ach stimmt, was stand da nochmal drin? Darin stand was von einer Präsentation? Sehr richtig. Ich glaube, ich kann den Kindern von Schatthalla endlich mein Unterseeboot, die Fiasola, zeigen. Es ist mein Meisterwerk. Ich habe Tag und Nacht daran gearbeitet. Ich kann es kaum abwarten, bei der feierlichen Enthüllung ihre Gesichter zu sehen. Klingt toll. Es freut mich, dass sogar du von der Herrlichkeit meiner Schöpfung beeindruckt bist. Doch leider benötige ich hinter den Kulissen deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht wichtig wäre.
Peinlicherweise habe ich nicht gerade viel Erfahrung mit der Ausrichtung solcher Veranstaltungen. Und die Kinder sind unsere wichtigsten Zuschauer. Eine so fähige Person wie du möchte doch sicherlich helfen. Irgendjemand muss ja... Ach, ich helfe dir gerne. Weißt du, Gott, ich helfe dir gerne. Danke, sehr nett von dir. Schmieden wir das Eisen, solange es noch heiß ist. Rufen wir die Kinder herbei. Ich muss los und ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Bitte warte hier auf die Kinder, in Ordnung? Wie? Du rufst die Kinder und dann haust du ab und ich... Wow. Hallo ihr alle, danke, dass ihr euch heute zur großen Enthüllung meines Unterseeboots zusammengefunden habt. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Heute werdet ihr Zeuge einer bahnbrechenden Erfindung. Sollen wir loslegen, Kinder? Seht her, ein versunkenes Schiff, das zum Unterseeboot wurde. Wow! Was ist denn das? Ein riesiges Fischlein aus Metall, wie cool. Haben Sie das alles selbst gebaut? Hammer, Sie sind aber schlau. Haha, es freut mich, dass ihr so beeindruckt seid. Wenn euch das Aussehen schon gefällt, dann wartet mal, bis ihr seht, was es alles kann. Es kann Sachen machen? Kann es Süßigkeiten machen? Können wir damit verkleiden spielen? Nein, nein, nein. Nichts derart Gewöhnliches. Oh, was kann's denn? Schön, dass du fragst. Wisst ihr, mit diesem Unterseeboot kann man bis zum Boden des Ozeans hintauchen. Der Ozean? Hat einen Boden? Den hat er. Und bis zum heutigen Tag ist er nahezu unerforscht. Dieses Unterseeboot kann schwuppdiwupp bis ganz nach unten unter dem Meeresgrund tauchen. Und ich bin sicher, dass in diesen Tiefen fantastische Wesen und vergrabene Schätze auf uns warten. Also, was haltet ihr davon? Seid ihr begeistert? Ist das alles? Man kann damit kein leckeres Essen machen oder Spiele spielen? Ich fürchte nicht. Und verkleiden spielen können wir damit auch nicht. Naja, sein eigentlicher Zweck ist das Abtauchen in die Tiefen des Ozeans. Und wenn es da ankommt, verwandelt es sich, stimmt's? Warum sollte es... Moment mal, dass es den Meeresgrund erreichen kann, beeindruckt euch überhaupt nicht? Weiß nicht, sollte es? Echt, ey, ich wollte doch was Cooles sehen. Och, und ich dachte, sie zeigen uns was Tolles. Sowas wie Frau Fiasola gemacht hat. Hä? Ich geb mich geschlagen. Kinder beeindrucken. Aua! Entschuldigung, ich hab gegen meinen Tisch getreten. Tja, das war nicht gerade meine Sternstunde. Ich muss mir mit meiner nächsten großen Präsentation einfach mehr Mühe geben. Nun gut, ja, die Kinder heil zu Hause angekommen sind, wird es Zeit aufzuräumen. Wer ist Frau Fiosala? Fiasola? Nach reichlicher Überlegung denke ich, ich krieg das hin. Warum gehst du nicht nach Hause, Geist? Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mich eines Tages revanchieren. Auf Wiedersehen, Geist. Deine Ex-Frau, wa? Oh, 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 oh. Heiner Starbidon, war für den Arsch. Toll. Wir kriegen physischen Angriff und einen Sandstein. Wobei wir den physischen Angriff nicht bekommen, sondern nur den Sandstein. So, dann haben wir das auch. Alter, wir laufen. Alter, ich werde morgen so viel zum Lesen haben, wirklich. Wir werden uns totlesen morgen. Aber wir haben auch tatsächlich nichts anderes zu tun derzeit. Wir gehen wieder zum Eingang. Zum mysteriösen Laden brauchen wir nicht. Wir haben nur eine neue Puppe gefunden und wie groß stehen die Chancen, dass genau eine Puppe gefehlt hat? Weil ich mich echt frage, was als nächstes kommen könnte. Weil wir waren ja bestimmt noch nicht überall auf der Welt gewesen. Na gut, reden wir mit dem Wirt.
Hallo, willkommen. Oh, du schon wieder. Was willst du diesmal? Ich bin hier, um Braka zu sprechen. Er ist gerade nicht hier. Er sagt, er hätte einen Auftrag, aber er sollte bald zurück sein. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hey, wie kommst du darauf, dass du einfach über mich reden darfst? Seid ihr nicht befreundet? Dann ist es doch nicht so schlimm. Es sei denn, du hattest einen Auftrag, von dem Freunde nichts wissen sollten. Das ist es nicht. Ich will nur nicht, dass du hinter meinen Rücken Informationen verbreitest. Okay, okay, ich tue es nicht mehr. Ich gehe nach unten. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Also, was ist los? Ich wollte Zeit mit dir verbringen, weil du so ein romantischer und netter Kerl bist. Echt jetzt? Hör mal, es tut mir leid, aber du solltest nach Hause gehen. Es war ein langer Tag, ich bin müde und um jetzt zu reden. Wohin musstest du denn gehen? Ich musste ein paar reisende Händler nach Schatolla eskortieren. Der Lohn war gut, aber es gab eine Menge heftiger Monsterangriffe. Du bist also Leibwächter? Nicht wirklich. Ich bin Söldner. Ich habe den Auftrag nur angenommen, weil ich darum gebeten wurde. Ich bekomme alle möglichen Aufträge. Monster töten, Streitereien beilegen. Ich gehe sogar auf Schatzsuche zum richtigen Preis. Was Söldner ebenso tun? Das klingt hart. Naja, die Leute heuern Söldner an, damit sie ihre Drecksarbeit erledigen. Ich glaube, ein normaler Beruf wäre härter. Man muss sich an so viele Regeln halten. Da hat man es als Söldner leichter. Es gibt nichts, das sich nicht mit roher Gewalt lösen lässt. Warum bist du ein Söldner? Warum bist du das denn? Einmal ausfragen hier. Ich bin einfach wie dafür geschaffen. Hat man das nötige Talent, kann man Geld und sogar Vertrauen verdienen. Der beste Job der Welt, oder? Außerdem hatte ich keine andere Wahl. Ich will kein Mitleid, nur dass du es weißt. Würde ich diese Arbeit wirklich hassen, hätte ich sie schon längst aufgegeben. Bist du vor, immer so weiterzumachen? Kein Plan. Das geht dich sowieso nichts an. Ich habe dich lang genug bespaßt. Bist du jetzt zufrieden? Ich habe doch gesagt, ich bin müde. Lass mich schlafen gehen. Gute Nacht, ich komme dann mal am anderen Mal wieder. Vielleicht rede ich dann sogar mit dir, wenn mir langweilig genug ist. Wann ich mein Söldner-Dasein beende? Na, wenn ich ihn endlich getötet habe. Bis dahin gebe ich keine Ruhe. Und wir hocken auf dem Balken und gucken, oder was? Schön. Eine Belohnung, Füllrate der Bruchanzeige. Naja, gut, brauchen wir auch nicht wirklich. Aber wir nutzen ja auch Braka nicht. So, jetzt haben wir nur noch die Priesterin und dann haben wir alles einmal angedüdelt. Und dann heißt das, morgen kommen einen ganzen Haufen Briefe bei uns an. Und dann heißt das, hey, du musst doch hier mit und du musst dahin. Und dann gehen die richtigen Aufgaben los.